habe. Darf man eintreten? Es handelt sich um Ihren Mann, Frau Kabe. Hatten Sie letzthin Kontakt mit ihm? Nein. Sie wissen nicht, wo er wohnt. Woher soll ich das denn wissen? Hat er Ihnen nicht mal geschrieben? Nein. Und hat er Sie auch nie angerufen? Das Telefon klingelt zwar ab und zu, aber meistens höre ich nichts. Und die Post? Sie haben sich als Dolmetscherin im Ministerium für Außenhandel beworben, ist das richtig? Ja. Sie kennen natürlich Ihre Pflichten, was Kontakte nach dem Westen angeht. Ich sage Ihnen doch, ich habe keine Kontakte und deswegen nichts zu melden. Wir machen Ihnen ja gar keine Vorwürfe. Aber hatten Sie nicht schon einmal die Scheidung von Ihrem Mann beantragt? Das ist schon lange her. Und dann haben Sie die Scheidung zurückgezogen? Ja. Diesen Entschluss, Frau Kabe, sollten Sie noch mal überdenken. Eine zukünftige Mitarbeiterin in einem Ministerium verheiratet mit einem mehrfach bestraften Grenzverletzer, der jetzt im Westen lebt, das geht schlecht zusammen. Wegen des Telefons sollten Sie einmal die Post anrufen. Sie haben um 2.17 Uhr die Staatsgrenze der DDR übertreten. Übertreten ist gut. In welcher Absicht? Ich will nach Hause. Sie wohnen in West-Berlin, Mehringdamm 66. Zweiter Wohnsitz. Erster Wohnsitz immer noch Berlin, 115, Eichendorffstraße 4. Das war einmal, Herr Kabe. In wessen Auftrag haben Sie die Grenzanlagen der DDR übersprungen? Es ist der einzig gerade Weg. Zigarette? Wenn schon eine Karo. Danke. Sie sagten, der Vernehmer im Aufnahmelager Marienfelde hieß Kittel. Können Sie uns den Mann beschreiben? Wie sah der Raum aus, in dem Sie vernommen wurden? Etwa so. Was wollte der Mann, der sich Kittel nannte, von Ihnen wissen? Wie meine Vernehmer im Osten aussahen. Das wird gar nicht so einfach werden mit Ihrer Übersiedlung in die DDR. Sie haben sich ja nicht zum ersten Male wegen Grenzvergehens strafbar gemacht. Dezember 72, ein Jahr Jugendstrafe wegen versuchten Grenzdurchbruchs. Juni 74, ein Jahr 6 Monate wegen versuchter Republikflucht. April 77, 2 Jahre wegen ungesetzlichen Grenzübertritts. September 80, ein Jahr 6 Monate wegen des gleichen Delikts. Aber das war doch alles in umgekehrter Richtung. Ja, Sie wollen ständig über die Grenze. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Wohin wollen Sie eigentlich? Auf die andere Seite. Das Privileg der Wiederaufnahme in die DDR müssen Sie sich erst verdienen. Ich will meine Frau sehen. Was muss ich tun?